Jetzt gehe ich wieder zum Andreas. Hallo. Der sich einfach nicht wehren kann. Nee. So. Was? Boah, darf ich wieder halten? Ja. Boah. Oh, Vorsicht! Die fällt nicht, die ist feste. Sicher? Ich hab Angst. Ja. 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 Was machen wir nur mit der Aufnahme? Ja, nicht halt nass werden oder so. Also ich rette jetzt erstmal meine Tarotkarten vor der Nässe hier das im Rücken. Mhm. Ja, das ist nur das Werbeding. Ja, und dann legt Jenny mir gleich die Karten. Ich denke, das filmen wir einfach mal. Je nachdem, was für Fragen. Ich weiß überhaupt nicht, worauf ich mich da einlasse beim Kartenlegen. Keine Ahnung. Ich habe da überhaupt also keine Frage. Ich bin da ja auch nicht ganz so esoterisch oder so veranlagt wie Jenny. Also mit denen muss ich ja auch noch ein bisschen üben. Aber ich kann dich ganz gut als Versuchskaninchen nutzen. Der Regen geht ja bis zur Kamera. Echt? Ja. Ja, als Versuchskaninchen benutzen. Ja. Also ich könnte dir im Prinzip einfach nur so legen, was so Sache ist bei dir. Oder du könntest auch eine bestimmte Frage stellen. Und ja, es gibt ja auch verschiedene Legemöglichkeiten. Mhm. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir auf freilaufende Spinner machen können, also besuchen können und wie auch immer, schreibt es einfach in die Kommentare. Solange es nicht zu langweilig ist. Was fällt darunter? Museen. Aber da darf man eh nicht filmen. Nee? Nee. Scheiße. Aber ich fotografiere immer Museen. Scheiße? Also ich würde mir Museen angucken. Da sieht man mal wieder den Altersunterschied bei uns. Ich hab am Boden vergessen, was ich hab. Sowas steht ja für den Sommer auch auf dem Plan, dass wir mal, ne? Phantasialand oder Movie World. Und Kirmes. Ich liebe Kirmes. Wisst ihr eigentlich, dass ich Kirmes gut finde? Und ich finde auch Zirkus gut. Ich würde so gerne in Zirkus gehen. Das Gute ist, ich hasse Kirmes. Jetzt hast du mich aus dem Konzept. Ja, ich bin im Moment auch ganz aus dem Konzept. Wobei, doch eine Sache wollte ich sagen. Wo wir... Ich gehe gleich alles aus. Wo wir vom Psychiatrien gesprochen haben. Das noch dann... gar nicht. Nochmal. Doch eine Sache wollte ich sagen. Ich war gerade aufgestanden und dann... Doch, eine Sache wollte ich noch sagen. Doch, eine Sache wollte ich noch sagen. Schaffe ich es noch, über meine Haare zu reden? Also, ich wollte sagen, demnächst, also... In den irgendwelchen Parts danach oder so, nachdem wir das hier veröffentlicht haben, falls wir das veröffentlichen, weil das ja doch ein bisschen... Also unter 18 bitte nicht zuschauen. Da werde ich nämlich meine Haare abschneiden. Die werden kürzer werden und sie werden auch wieder dunkler. Ich werde sie wieder dunkel färben. Kennt ihr auch noch von Jenny Wonderland? Ich dunklere Haare ab und kürzere Haare. Also ich denke mal, sie werden so ein Stück doch abkommen. Dann habe ich die so vielleicht... Bis hier? Mal sehen. Ja. Ich war euch nur schon mal vor. Nicht, dass ihr euch wundert und mich nicht mehr erkennt. Was hast du gesagt? Oh, natürlich, er hört mir immer zu, er hört mir gerne zu. Mhm. Ich spare mir das mit dem Friseur. Schon seit 15 Jahren. Ja, der Friseur, wo ich hingehe, ist echt teuer. Aber der macht's auch gut. Für mich nur den Exklusiv. Und es regnet gerade hier rein, mein Rücken wird ganz nass. Aber es ist schön frisch, weil es draußen furchtbar schwül jetzt. Ja. Jetzt kommt so ein bisschen Wasserspritzer mit Wind. Windspritzer. Irgendwie glaube ich, hat Inspirania 2 ein bisschen verdorben. Ich habe überhaupt nichts gesagt, du bist die ganze Zeit hier. Du hast gerade von Wasserspritzer gesprochen. Aber Wasserspritzer ist doch was Normales. Mein Puls... Der ist schon richtig hoch, immer. Ist er? Ja? Mach ich dich so nervös. Und? Wo ist der denn? Ich hab gar keinen Puls mehr, glaube ich. Ja. Wo?
Ja, da. Tatsächlich. Ich mache ihn so fertig. Ich hatte auch, bevor ich Jenny kennengelernt hatte, noch kein einziges graues Haar. Ja. Aber macht trotzdem Spaß. Hast du auch hohen Blutdruck wegen mir? Weiß ich nicht. Hast du auch Rücken wegen mir? Ich habe Rücken. Ja, ich muss mich dran gewöhnen, bald sind die Haare ab. Ja, dann werden sie wohl bis hier sein, denke ich. Ja. Das sind jetzt natürlich alles. Ich weiß, ihr Jungs hört das gerne, wenn man über Friseursachen spricht, Haare schneiden, ja, und Maniküre und Pediküre und Make-up und so. Ja. Ah, was entwickelt sich hier noch zu so einem Beauty-Kanal? Ich hatte ja auch schon einen Haul für euch. Bei mir ist mit Beauty nicht mehr viel. Ja. Wir haben jetzt die nächsten zwei, drei Tage vor, ein paar Sachen zu filmen, aber wir haben uns gedacht, wir setzen uns jetzt einfach mal ein bisschen hin und plappern drauf los, ob wir das Material verwenden oder nicht, wissen wir nicht, aber meistens entstehen ja die besten Sachen, wenn man einfach drauf losplappert. Deswegen haben wir gedacht, nachdem wir jetzt gerade den Film, der nicht ganz so prickelnd war, geschaut haben, machen die Kamera einfach mal an und plappern wieder, vielleicht entsteht ja was Lustiges. Ob dem so ist, liegt nur an Jenny. Nein, nicht immer nur an mir. Warum komme ich eigentlich immer so weit nach vorne? Ich weiß auch nicht. Ich habe gesagt, du sollst nicht immer über das Licht gehen, weil du ein bisschen Schatten. Weil Jenny muss immer. Ich glaube. Ich muss immer nah ran. Und ich muss niesen. Ich muss niesen. Jetzt ja auch sehr ernst. Ja, ich versuche nur reinzukommen. Dann ja, okay. Vielleicht den Sprung zu finden in irgendwas. Was ist so jetzt so? Die hat so in die Hose. Ja? Ja, das ist fürs junge Publikum. Der Regen hört sich schön an. Hört sich, dass ihr solche zu Emo reden oder? Nein, dass du jetzt alleine im Bild bist, meine ich. Es regnet und ich bin so allein und traurig. Und ja. Und mir schläft einfach nur der Arm ein. Ja. Wir stellen die Kamera wieder dahin und. So, erzähl mal was Interessantes. Wir werden nachher aus diesem langen Video, das jetzt schon 19 Minuten hat, nachher ein 4-Minuten-Video machen. Ja, aber wir dachten, warum denn eigentlich nicht mal so ein bisschen reden? Das macht das Ganze ein bisschen persönlicher. Ne? Mhm. Darf man eigentlich sagen, dass wir. Ja, das darf man ja nicht, noch nicht sagen. Das kann auch nicht. Dann vielleicht nur noch eine Runde hören. Ach so. Ja. Hm. was Jenny euch sagen wollte, ist. Wir haben in nächster Zeit vor, auch noch mal ein paar andere, vielleicht ein, zwei YouTuber zu treffen. Oh, hi. Und mal gucken. Also, also sind auch schon andere Treffen geplant. Wo, Heini? Und wenn ich jemand finde, dem ich Jenny abgeben kann, dann. Ich hab dir überhaupt nichts sogar schon gesagt. Ja, wieder mal. Also, falls irgendjemand auch mal Lust hat mitzufilmen und vielleicht Interesse hat, mir Jenny abzunehmen, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sollten den Kanal Alleinlaufenden Spinner nennen. Das bin ich. Alleinlaufende Spinnerin dann. Ja, stimmt. Die Spinnerin und der im Hintergrund. Genau, dann machen wir das jetzt so. Also, guten Tag. Ich muss dich noch mehr verdecken. Ja. Das ist seltsam, hier so. Ja. Du musst ja nicht lossitzen, du kannst auch zurücklehnen. Jetzt bin ich größer. Was machen wir jetzt mit dem Video? Können wir das noch irgendwie retten?